Nächster Stock. Die Tür ist zugesperrt. Ja. Siebter Stock. Die Tür ist zugesperrt. Aha. Eine Uhr ist eh stehen geblieben. Oh mein Gott. Ihre Schränke, nichts Besonderes. Ach, er bewegt sich automatisch. Ach du heiliges Würstchen. Schnell weg hier. Draußen mag ein Kuhbeutel, lieber nicht. Na, guck mal, wer da ist. Hallo, wer sind Sie denn? Special Agent Carras, um was geht hier verdammt nochmal vor? Ich hörte Geräusche, doch jetzt haben wir keine Zeit. Ich erkläre dir später alles. Doch sag, sind die Kobolde auf dem Flur noch da? Ja, die sind noch da. Ja, sie hetzten mich hierher. Da sollte niemand rausgehen. Die anderen sind in den oberen Geschossen. Warne sie, die meisten dürften nichts mitbekommen haben. Ich versuche rauszukommen. Wir treffen uns an der Lobby. Okay. Können wir Sachen beeinflussen oder was? Wo geht es weiter und wo geht es nicht weiter? SSJ7 Gohan. Nanu, bekommen Sie hier herein. Das Tor war ganz weit offen. Ich habe wohl vergessen, es zu schließen. Keine Zeit jetzt, gehen Sie in die Lobby. Beeilen Sie sich, wir treffen uns dort. Wenn es sein muss, wir treffen uns dann dort. Wir werden uns unten treffen, ja, dann beweg dich doch. Man wisst ja schon wieder auch so, das ist das Teil von einem Fisch. Bücher mit Namen, deren Titel ich nicht mehr verstehe. Okay. Dann noch nicht. Brainstormer, hallo, wer bist du, XD? Special Agent Carras, und was meinten sie mit XD? XD. Egal, sie müssen fliehen. Die Truppen des Weihnachtsmannes haben diesen Turm schon fast eingenommen. Man, warum krieg ich nie was mit? Ich bin der Chef hier. Egal, ich gehe zur Lobby und werde diesen Weihnachtsmann einheizen. Wir treffen uns dort. See ya in der Lobby, XD. Lustig. Das ist ein Fahrstuhl, aber ich sollte erst eine von den Kobolden warnen. Achso. Okay. Das macht architektonisch zwar überhaupt gar keinen Sinn. Image nach faulen ist krass spektakulär. Moin. Ein Riesenrabe? Wie denn das? Wie denn das? Hey, ich bin kein Rabe, ich bin eine Krähe. Mein Name ist. Okay, ja, da sollte irgendwas gespielt werden. Das ist wahrscheinlich, was nicht abgespielt wurde. Ich bin Special Agent Carras. Dieser Tom hier wird von den Kobolden des Weihnachtsmannes angegriffen. Darum höre ich keinen Lärm der Diener mehr. Mir soll es recht sein. Verlassen Sie bitte den Turm. Wenn es den sein muss, wir sehen uns in der Lobby. Okay. Bücher wie das Leben einer Krähe. Bücher wie ein Leben einer. Steine, Gold. Was macht dieser Rabe hier? Okay. Nanu, was tust du hier in meinem Zimmer? Ich bin Special Agent Carras. Verlassen Sie zu Ihrem eigenen Schutz diesen Turm. Nö. Dieser Turm wird angegriffen von Kobolden des Weihnachtsmannes. Gehen Sie weg. Aus welcher Anstalt bist du denn entlaufen? Jetzt reicht's. Stell ich dir Überlegsteinchen. Kohle zücken, weiterreden, ihn drohen. Weiterreden? Wenn du mitkommst, bekommst du auch einen Keks. Echt? Ich pack schnell noch zusammen. Das geht einfach. Wir treffen uns in der Lobby, lass mich jetzt allein. Diesen PC sind sämtliche Hentais. Aha. Das ist schön. Boah, ein Schrank voll mit DBZ-Mangas. Weiße Untertassen. Merkwürdig. Okay.
Hey, was bist du auf meiner Plantage? In meinem Gemach. Los, sprich. Der Weihnachtsmann überfällt gerade diesen Turm. Ach, sag's doch gleich, verdammt. Wie viel Koks soll's denn diesmal sein? Ich bin kein Ihrer Kunden, doch der Weihnachtsmann und seine Stärken überfallen echt diesen Turm. Wir müssen fliehen. Du lustiger Hans. Ich gehe einfach mit. Mir ist eh langweilig da. Mir ist eh langweilig, der Foxer nicht mit mir spielen will. Ich packe nur meine Sachen zusammen. Okay. Na nun, wer sind Sie denn? Welche echte Kameras? Mit wem habe ich das Vergnügen? Den Foxer natürlich, doch warum sind Sie hier? Die Kobolde des Weihnachtsmannes greifen den Turm an. Des Weihnachtsmannes? Er ist also zurück. Moment mal, zurück? Ich erzähle es dir später. Wir müssen hier weg. Wir treffen uns in der Lobby. Bis dann. Wie er es nicht mal geschafft hat, die Leute einfach rausfaden zu lassen oder aus der Tür laufen zu lassen. Faules Stück. So, dann war hier der Fahrstuhl, ne? Mit diesem Fahrstuhl runterfahren? Ja, mit wem redest du denn? Ja, natürlich. So, und das ist die Lobby. XD. Da bist du ja endlich. Dachte schon, du wärst krepiert. Warte mal. Da geht es weiter. Ich kann von den anderen reden. Achso, ja, okay. Das wundert mich gerade schon. Ich habe neu geladen. XD. Da bin ich. Du solltest mit Radikal reden. Kacke, dieser Dumm ist entweiht. Die Kobolde des Weihnachtsmannes existieren also doch. Die Kobolde des Weihnachtsmannes sind nicht besonders gefährlich. Aber die Menge macht's. Rede mal radikal. Diese kleinen Kobolde können einen richtig Angst machen. So. Achso, da ist noch Seth. Ups, da muss ich auch noch reden. Wir wissen, was er sagt. So. Da bist du ja wieder. Du hattest sogar recht. Der Turm ist voll mit den kleinen Stinker. Ich wollte einen meiner Drugs andrehen. Daraufhin biss er mir in den Arm. Furchtbar, richtig schrecklich. Okay. Dann machen wir mal. Da bist du ja endlich. Dachte schon, du wärst krepiert. Wie ich sehe, bist du wohl auf. Egal jetzt, was geht hier vor? Na gut, ich erzähle dir alles. Vor einem Jahr kam am 6. Dezember eine Mordserie. Kinder erwürgten ihre Eltern, die meisten der Kinder flohen, aber wir konnten ein Exemplar fangen. Dieses Kind war komplett zu einer Lähmer mutiert, konnte fast nicht mehr reden und denken. Und das Merkwürdige war, diese Kinder bekamen alle vom Nikolaus Pokémon-Puppen. Diese Puppen konnten Menschen beeinflussen. Eine Woche vor Weihnachten belagerten wir den Nordpol, die Heimat des Weihnachtsmannes. Wir sahen dort alle vermissten Kinder. Sie stellten Pokémon-Puppen her. Es war eine Fabrik geworden. Ohne zu überlegen, sprengten wir die Fabrik und somit des Weihnachtsmannes Pläne. Er wollte alle Kinder am 24. mit Pokéfiguren beschenken und somit seine teuren Poké-Waren verkaufen. Er war sauer auf die Anti-Lamer Force und verschwand in den Eisöden des Nordpols. Ich denke, er will den Plan erst zu Ende bringen. Und der Punkt, Komma. Das erklärt einiges. Wir müssen hier weg. Ich habe einen Agentenwagen unten im Turmkeller. Hat jeder so in seinem Keller? Ich habe auch einen Agentenwagen in meinem Keller. Von da aus kann man direkt aus der Basis auf die Autobahn fliehen. Doch wohin sollen wir gehen?
Wer würde uns Platz gewähren? Die Conquers of the Empire. Was bist du von mir? Die Basis ist ungefähr 120 Kilometer von dir weg. Wir goldene keine Zeit. Auf zur Kote-Basis. Conquers of the Empire? Muss ich das kennen? Warte mal, das muss ich eben kurz googeln. Conquers of the Empire. Conquers of the... Leute auch richtig schreiben. Da finde ich nichts zu, nicht mal irgendwas im Dingens im Megapendium oder so. Das ist wahrscheinlich irgendein Forum. Warum müssen wir alle in so ein enges Auto? Ihr sagt nicht, ihr seid geizig. Der Tom kostete unser Vermögen, um wissen da. Wo ist Dean, Seth und Gohan? Die sind im Kofferraum untergebracht. Okay. Oh nein, lass mich hier raus, der Typ ist irre. Eine Schifffahrt, die ist lustig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Das Steinchen singt Steinchen. Hey, ihr Irren, denkt ihr, es war schlau, diesen Seth mit Drogen voll zu pumpen? Ich denke nicht, eher echt nicht. Reno. Ich hab doch schon gesagt, wir mussten Kürzungen vornehmen. Damit ging der Autoradio drauf. Seth ist der Ersatz. Hola, Palmua, Planga. Steinchen, Hus, Steinchen. Nein, nicht, bitte, nein. Mir gefällt die Musik. So bescheuert. Oh, Scheiße. Seht auf den Himmel. Was ist das? Ach, nur nukleare Sprengraketen des Weihnachtsmannes. Fahr lieber schneller. Wo sind denn die Gaspedale? Hüstel, ich erwähnte die Kürzung bereits. In München steht ein Hofbräu raus. 1-2 Gesuffer. Ausweichmanöver, wir müssen uns beeilen. Kann ich jetzt steuern? Nee. Weil irgendwie, wenn ich links drücke, dann. So, ich kann mich doch bewegen. Aua. Jetzt unter Schaden macht. Ja, das lügt nur die ganze Zeit. Aha. So wie es aussieht, haben wir die Säcke abgehängt. Sind wir bei da? Shrek 2 gab es doch damals noch nicht, oder? Oder kam denn Shrek 3 raus? Warte mal. Muss ich gerade an Shrek 2 denken? Nee, 2004, damals gab es noch nicht Shrek 2. Da vorne ist es und das Tor ist offen. Fahr rein da. Wird erledigt. Ich weiß, was du sagen willst. Auch die Bremsen machen im Sparpaar. Haltet euch fest. Wir setzen zur Landung an. Na, wer sagt's denen? Wir sind mehr oder weniger gut angekommen. Cyborg-Wachen kenne ich. Artifacts hat sie erschaffen. Ja, diese Kote sollen ja auch ein recht großes Waffenlabor haben. Hallo Freunde. Ah, da ist ja Fox, ja lange nicht mehr gesehen. Dere, wir bitten um Asyl.
Die Elf bittet um Asyl? Wie denn das? Die Kobolde des Weihnachtsmannes haben ihren Turm zerstört. Ja, ist mal ehrlich. Leider stimmt es. Er sagt die Wahrheit. Nun, ihr müsst Pisa fragen. Es ist seine Basis. Meine wurde mal wieder gesprengt. Kommt heran. Heiliges Karnickel. Das ist die große Basis? Da kann ich mich bewegen. Ja, okay. Gut. Ja, aber ich würde mal sagen, ich mache hier mal eben einen Cut und wir sehen uns dann, weil ich habe jetzt genug aufgenommen mit den ganzen anderen Spieler. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Pokémon Adventures Weihnachtsedition. Ich weiß noch nicht, was das jetzt noch großartig mit Pokémon zu tun haben sollte. Der zweite Teil hatte schon nicht mehr viel mit Pokémon zu tun, aber egal. Ja, wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.